Guck mal, all das schöne Grundwasser. In Kugelform. Lange Zeit genoss die Biolandwirtschaft ein sehr gutes Image. Mit Bio verbindet man Familienbetriebe, die auf die Umwelt achten. Na klar. Und das Wohlergehen der Tiere. Natürlich, das verbindet man damit. Familienbetriebe, ja. Bio bedeutet für mich saisonal. Es ist besser für die Böden, die Artenvielfalt und die Gesundheit. Zwischen 2012 und 2021 hat sich der weltweite Konsum von Bioprodukten verdoppelt. Doch seitdem sind die Umsätze regelrecht eingebrochen. Es ist nicht mehr rentabel. 5 Jahre Arbeit für nichts. Die Gründe dafür sind Preiserhöhungen und immer mehr Non-Bio-Labels, bei denen man den Überblick verliert. Aber auch das Vertrauen in Bio generell ist erschüttert. Denn um mit dem rasanten Wachstum mithalten zu können, wurde der Biosektor industrialisiert. Manchmal unter dem Druck der Agrobusiness-Lobby. Es haben diejenigen gewonnen, die... Das ist ein wirklich schöner Schnitt. Guckt euch das mal an. Können, wurde der Biosektor industrialisiert. Geil, oder? Also ich bin ja niemand, dem sonst sowas überhaupt nur auffällt, aber das ist toll. Manchmal unter dem Druck der Agrobusiness-Lobby. Es haben diejenigen gewonnen, die keine Grenze, keine Obergrenzen in zum Beispiel in der Tierhaltung wollten. Die Intensivierung der Bioproduktion hat verheerende Folgen. Das ist doch kein normaler Euter. Die hat auf jeden Fall eine Entzündung drin, oder nicht? Das kann ja nicht sein. Viel zu wenig. Die Arbeitsmethoden orientieren sich zunehmend an konventionellen Techniken. Irgendwo muss das Wachstum ja herkommen, Leute. Irgendwo muss es ja herkommen. Und wenn alles schon gesättigt ist, wie will man es erzeugen? Wachstum, einige Wachstum, Bioproduzenten Wachstum. Sollen sogar dem verlockenden Ruf der Agrochemiekonzerne gefolgt sein. Manche Biopestizide sind problematisch, wenn man die Umwelt wirklich schützen will. Biopestizide? Bioprodukte haben sich zu einem Trend entwickelt. Doch ist die Branche... Ja, okay. Also, in 10 Jahren ist es dann so, wenn man zurückguckt, sie haben irgendwann angefangen, Produkte teurer zu verkaufen und... jetzt essen die einfach Bio, aber es ist im Prinzip das, was es vor 20 Jahren auch normal war, bloß 3-mal so teuer. Und das ist alles cool. Dabei sich selbst zu verleugnen? Oder hält sie noch, was sie den Verbrauchern verspricht? Ich glaube nicht unbedingt, dass sie jetzt zwangsläufig mit dem Bio-Siegel selbst lügen müssen. Das könnte vielleicht auch jetzt hier in dieser Doku rauskommen, weiß nicht, bei MSC Frische Siegel und so wissen wir ja auch, aber ich denke vielmehr, das Problem ist wahrscheinlich die Art und Weise, wie willst du das kontrollieren? Wenn die spitzfindigen, sagen wir mal, Düngemittelindustrie oder Pestizidindustrie oder sonstige Kapitalakkumulation immer weiter sozusagen in Anführungsstrichen innovativ wird, um mit dem Wachstumszwang aufrecht zu also um da weiter am Ball zu bleiben, da muss man halt wahrscheinlich auch, they call it progress. Das muss man ja dann, da muss man ja mitmachen. Und dann stirbt natürlich auch die Nahrung den Tod der Inhalte, so wie alles andere auch im Wettbewerb. Der Bioanbau war einst die Antwort auf eine Vertrauenskrise. Technik, die se generalise dans notre région. Le désherbage chimique des cultures et particulièrement des céréales. Les éléments fertilisants, notamment... Ende der 1960er Jahre nimmt der Einsatz chemischer Pestizide in der Nahrungsmittelproduktion zu. Eine Begleiterscheinung der intensiven Landwirtschaft. J'ai craché le sang pendant plusieurs jours et c'est ce qui m'a décidé à arrêter totalement parce que non seulement je m'empoisonnais, mais je me suis aperçu que j'empoisonnais les autres aussi. Ça, c'est tous les... Diese Bauern setzten sich für eine Rückkehr zur traditionellen Landwirtschaft ein. Das forderten auch viele Verbraucher. Dann wurden sie weggeknüppelt. Se multiplient et prospèrent les commerces de produits dits naturels. Si c'est pour améliorer le fonctionnement du corps, c'est meilleur. Et quoi, parce que c'est reconnu que tous les produits chimiques sont cancérigènes. Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires de ces magasins a augmenté de plus de 30%.
Innerhalb von 60 Jahren sind aus den kleinen Bio-Supermärkten überall in Europa große Bioketten geworden. Einige von ihnen sind heute Handelsriesen, wie Biocoop, der Marktführer in Frankreich. Ihre Filialen erwirtschaften einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro. 2022 ging er um 5% zurück. Zum ersten Mal. Seinen Erfolg verdankte Biocoop der breiten Palette an Produkten mit dem offiziellen französischen Biosiegel. Ab 2010 begleitet vom EU-Bio-Label. Kapitalismus macht Kapitalismus-Sachen. Ja, Filialen ich denke auch, das ist die Auflösung. Obst und also eine K-Wort-Umfrage können wir uns hier sparen, oder? Oder wollen wir eine machen? Also ich gehe davon aus, hier wird das K-Wort nicht kommen. Gemüse an, das garantiert frei von synthetischen Pestiziden ist. Und Fleisch aus Tierhaltung mit gentechnikfreiem Futtermittel. Qualitätsprodukte, für die die Kunden bereit waren, durchschnittlich 30% mehr zu bezahlen. Doch die anhaltende Inflation hinterlässt ihre Spuren. Es ist zu teuer. Ich kann mir das nicht mehr leisten. Nach und nach haben wir im Supermarkt nur noch 20% Bio und 80% konventionelle Produkte gekauft. Davor waren es 80% Bio-Produkte. Teures Heizen oder Bio. Beides geht nicht mehr. Dieses Bio-Geschäft in der Bretagne klagt über schwierige Zeiten wie der gesamte Konzern. Stéphanie Mouniard leitet den Markt. Genau, ich habe hier noch einen Pulli drunter. Und einen Longsleeve. Die schlechten Nachrichten ihrer Abteilungsleiterinnen und Leiter häufen sich. Beim Zucker sind die Ergebnisse nicht besonders. Der Verkauf ist eher rückläufig. Der Verkauf von Biozucker ist um 3% gesunken. Diese Produkte laufen auch schlecht. Es kommen weniger Kunden. Die Situation ist tatsächlich besorgniserregend. Bei herzhaften Lebensmitteln haben wir einen Rückgang von 2%. Hallo, Don Hurensohn. Von 10%. Auch bei den Getränken liegen wir bei minus 10%. Den größten Rückgang haben wir im Bereich Non-Food. Hier ist der Umsatz um 17% eingebrochen. Das sind überwiegend Produkte, die für das tägliche Leben nicht essentiell sind. Stéphanie Mouniard teilt sich die Verantwortung mit Soazic Le Cor, der Co-Managerin. Hier sehen wir die Umsatzentwicklung seit 2020. Wir haben in 3 Jahren 1 Million Umsatz eingebüßt. 2020 betrug der Umsatz etwa 5,3 Millionen. Dieses Jahr wollen wir in der Filiale von Pontivy mit 4,3 Millionen Euro Umsatz abschließen. Nur negative Zahlen. Ein klarer Rückgang. Die Zahlen spiegeln die Krise wider. Aber in den letzten... Ich ernähre mich nicht vegan, nein. Aber ich habe selber an mir beobachtet, seitdem ich selber angefangen habe zu kochen, esse ich viel weniger tierische Produkte, so allgemein. Aber vegan 100% nein. In den letzten Jahren waren in der näheren Umgebung auch 3 weitere Biocoop-Filialen eröffnet worden. Die Geschäfte liefen gut für Biocoop. Also dachte sich die Konzernleitung, hier in der Gegend könnten sich noch weitere Märkte lohnen. Aber es ist zum Beispiel, denke ich, ein allgemeines Klischee, dass man am schwierigsten mit Käse aufhören kann. Ne? Ich denke, das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Ja. Dann wurden im Umkreis von 20 Kilometern 3 weitere Filialen eröffnet. Alles im näheren Umfeld von Pontivy. Ich habe übrigens zum Veganismus schon ein Video gemacht. Man war zu gierig. Könnte man so sagen. Einer der 4 Biocoop-Läden hat wieder dicht gemacht. Die restlichen schreiben rote Zahlen. Die letzte Neueröffnung war in diesem Gewerbegebiet. Das Geschäft war da hinten rechts. Es wurde nie wirklich angenommen.
Und 10 Monate nach der Schließung steht das Ladenlokal immer noch leer. Die Gegend hier ist ja auch nicht besonders attraktiv. Was sagt uns diese Schließung? Nun, ich denke... Ich hab schon ein paar ausprobiert, ja. Aber die gibt's nur, also die gibt's nicht in allen Läden so flächendeckend, dass ich da immer hinkomme auch und so. Sie ist ein Beispiel für die Geschäftsentwicklung, die durchgeführt wurde, ohne an mögliche Folgen zu denken. Das ist hart. Und immer noch sehr emotional. Es ist ein Stich ins Herz. 2023 wow. Musste ein Bioladen nach dem anderen aufgeben. Wenige Kilometer von hier haben in weniger als einem Jahr 4 Geschäfte geschlossen. In Frankreich haben 300 Filialen unterschiedlicher Marken Konkurs angemeldet. Fast 10% der Bioläden. Das liegt unter anderem auch daran, dass der spezialisierte Bio-Einzelhandel Konkurrenz bekommen hat. Die großen Supermarktketten surfen auf der Welle des Trends und locken mit attraktiven Preisen. Innerhalb von 10 Jahren sind die Supermärkte zu den Hauptverkäufern von Bioprodukten geworden. Chez Carrefour, il y a jusqu'à 900 produits bio à moins de 2 euros. In dieser Broschüre bewirbt Carrefour eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer Züchtergenossenschaft. Beide verpflichten sich, die französischen Biofleischvertriebsketten zu fördern. Hallo, nicely sliced and diced. Wir haben den besagten Züchter getroffen. Simon hält 80 Rinder. Ja, Vivien! Ja! Ja! Limousin-Rinder sind als widerstandsfähige Rasse und für ihre gute Fleischqualität bekannt. Diese Tiere wachsen im Freien auf und werden durchschnittlich alle 2 Tage auf eine andere Weide gebracht, damit sie immer ausreichend natürliche Nahrung haben. Ein wichtiger Aspekt der biologischen Landwirtschaft ist die Fütterung der Rinder mit Gras. Hier ist das mindestens 8 Monate im Jahr der Fall. Sie sind auf natürlichen Weiden, die weder mit chemischen Düngemitteln noch mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden. Diese Wiese hier wurde seit über 100 Jahren nicht mehr bearbeitet. Die Kühe verbringen die meiste Zeit im Freien. Das ist nicht nur gut für sie, sondern auch für die Verbraucher. Wenn die Kühe... Erzählt mal, wie ist denn das? Nicht bearbeitende Wiesen, ist das möglich? Eine Wiese, die jetzt 100 Jahre nicht bearbeitet wird, in Anführungsstrichen. Ist das nicht, da würde ich doch jetzt erwarten, dass da was wächst, was jetzt nicht nur Gras ist. Oder meinen die damit, wenn man jetzt eine Weidewiese hat, wo die Kühe draufkommen und das ganze Jahr diese Weide abgrasen, dass die auch die ganzen anderen potenziellen Pflanzentriebe, die da so wachsen, mit weggrasen? Oder wie ist das? Kühe frisches Gras fressen, hat das Fleisch einen höheren Omega-3- und Omega-6-Wert. Hallo Nutella, das ist also ein Qualitätsmerkmal. Biofleisch gilt als schmackhafter. Beim Anbraten verliert es auch weniger Wasser. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, auf der Skala von 100 Jahren entsteht da ein Wald. Also meine naive Vorstellung wäre das jetzt gewesen, ne? Dazu tragen die Regeln der Bio-Richtlinien bei. Diese fordern unter anderem Möglichkeiten für die Tiere zum Auslauf, sobald die klimatischen Bedingungen dies zulassen. In Anführungsstrichen. Lebensmittelherstellung ohne synthetische Pestizide oder GVO.
Und im Krankheitsfall sind nur 3 Antibiotika-Behandlungen pro Tier und Jahr erlaubt. Vor 20 Jahren beschloss Simon, auf Bioproduktion umzustellen. Aus beruflichen und persönlichen Gründen. Los, jetzt erzähl deine persönliche Story. Ich hatte als Kind Krebs und wollte nicht unbedingt mit Pflanzenschutzmitteln in Berührung kommen. Ich war bereits krank und für mich war die ökologische Landwirtschaft... Jetzt sind wir alle motiviert. Jetzt sind wir alle motiviert. Gegen Klimawandel und für mehr Bioprodukte und ihr wisst schon. Weg, um die Gesundheit der Menschen zu fördern. Als Biolandwirt muss man Geduld haben. Simons Rinder kommen erst nach 30 Monaten in den Schlachthof. Sie haben somit eine doppelt so lange Lebenszeit wie in der konventionellen Aufzucht. Die Produktion wird dadurch teurer. In der Bioproduktion ist es nicht möglich, kiloweise Fleisch in Umlauf zu bringen. Wir sind bei der Produktion unserer Fleischmenge begrenzt, da wir den natürlichen Zyklus respektieren und nicht über diesen hinausgehen. So produziert Simon nur halb so viel Fleisch wie in der klassischen Tierhaltung. Lange Zeit konnte er dank der Biozertifizierung seine Ware für durchschnittlich 30% mehr verkaufen als konventionelles Fleisch. Heute ist das nicht mehr so. Auch der Absatz geht zurück. Durch den Rückgang des Biokonsums reduzieren auch die Supermarktketten ihre Bestellmengen. Die Grundidee war, starke Partnerschaften aufzubauen, damit alle, Produzenten und Händler, vom Mehrwert dieser Produkte profitieren. Ach was. Heute bekommt er für sein Biofleisch 5,50 Euro pro Kilo. Kaum 10 Cent mehr als für konventionelles Rindfleisch. Und die Unternehmen akzeptieren keine höheren Preise? Fangen wir nicht damit an. Es ist schon wieder diese Geschichte, die niemand erzählt. Dass die Bauern Rohstoffe produzieren und ausgebeutet werden von denen, die die Lieferketten haben, ne? Diese Geschichte wird ja nie erzählt. Ja. Nur eine Frage. Schon, aber nein. Was ist schwierig an dieser Frage? Ich will dazu wirklich nichts sagen. Ja, weil ich nicht Gefühle. Nicht, solange er das aufzeichnet. Und die habe ich nicht. Die Situation ist für mich äußerst schwierig. In meiner Biozucht und Produktion gelten ganz klar andere Regeln. Dahinter steht auch ein moralischer Anspruch, der die Gesellschaft mit einbezieht. Aber könnte man dann nicht einfach argumentieren, okay, Bio-Rinderzucht lohnt sich nicht mehr, ich muss damit aufhören? In Bezug auf die Erhaltung der Artenvielfalt, den Schutz der Umwelt und des Grundwassers. Es geht auch um die menschliche Gesundheit. Die Biolandwirtschaft unterstützt all diese Aspekte, doch das wird nicht vergütet. Das ist sehr bedauerlich. Unser aktuelles Problem besteht darin, dass wir weiterhin an einen Markt angeschlossen sind, der uns sagt, wenn ihr den Preis für Biofleisch erhöht, lauft ihr Gefahr, eure Tiere nicht mehr verkaufen zu können. Der Rückgang des Konsums von Bioprodukten, ja, dass er daran hängt, das weiß ich auch. Unter den Landwirten. Aber das Business im Kapitalismus sterben, das ist ja nichts Neues. Dieser 37-jährige Getreidebauer hat ebenfalls an die Versprechen und den Erfolg von Bio geglaubt. 2018 hat er seinen gesamten Betrieb auf ökologische Landwirtschaft umgestellt. Das ist mein ganzes Land. Alles ich bewirtschafte in der Gegend etwa 100 Hektar mit Biogerste, Bio-Weizen, Bio-Roggen. Alle Biokulturen, die man anbauen kann. Armand Frolesou hatte sich von den vielversprechenden Wirtschaftsprognosen der Bioproduktion verführen lassen. Es ist nicht mehr rentabel. Deswegen werden wir auch nicht weitermachen. 5 Jahre Arbeit für nichts. Wir werden nun überall Glyphosat einsetzen und auf sauberen, konventionellen Böden ganz neu anfangen. So nämlich.
In unserer Anwesenheit beginnt Armand zum ersten Mal mit dem Ausbringen von Glyphosat. Tschüss. Das starke Herbizid ist im ökologischen Landbau verboten. Mit diesem Schritt gibt er sein Bio-Label wieder ab und wird, wie viele andere, zum sogenannten Bio-Aussteiger. Ist es etwa am Ende so, dass die, die den Cashflow kontrolliert haben und sozusagen die ganze Verarbeitungskette jetzt durch den Preiskampf doch wieder die Bauern dazu zwingen können, das zu tun, was sie wollen? 2023 hat Frankreich 54.000 Hektar Bio-Anbaufläche verloren. Das liegt auch daran, dass die Preise einiger Bio-Getreidearten eingebrochen sind. Für sie bekommt man heute weniger als für konventionelle. Ich kann es Ihnen zeigen. Ich habe nichts zu verbergen. Für konventionelle Gerste bekommt man heute 187 Euro pro Tonne. Für Biogerste sind es nur 140 Euro pro Tonne. Er ist vertraglich an eine Genossenschaft gebunden, die den niedrigen Preis für Biogerste vorgibt. Dasselbe gilt für den Bio-Weizen. Lol. Man hat uns hohe Tarife versprochen und dass Bio weiter wachsen würde. Aber das ist nicht der Fall. Das wird nicht mehr lange gut gehen. Ich weiß nicht, ob es in Frankreich in 5 Jahren überhaupt noch Bio geben wird. Ah, schön. Ja, Preisbildung. Wer hätte gedacht, dass Preisbildung was mit Macht zu tun hat? Wirtschaftswissenschaftler in der Neoklassik schon mal gar nicht. So viel kann ich euch sagen. Trotz der niedrigen Einkaufspreise bleiben die Produkte in den Biomärkten teurer. Das ist ja merkwürdig. In den großen Supermärkten finden sich Bioprodukte in allen Abteilungen. Hier sind Bioprodukte. Und hier auch. Kindernahrung, Schokoriegel, Frühstücksflocken. Fast alles gibt es auch in Bio-Qualität. Es gibt eine Menge Bio-Produkte. Reis, Kartoffelpüree und vieles mehr. Hier ein weiteres Beispiel, stets von unserer Eigenmarke. Christophe Pincet bietet in seinem Geschäft etwa 1000 Artikel in Bio-Qualität an. Im Durchschnitt sind die Produkte hier 20% billiger als im Fachhandel. Die großen Supermarktketten versuchen, so viele Bio-Artikel wie möglich für alle zugänglich zu machen. Früher war Bio etwas elitär. Man fand Bio-Produkte nur in Fachgeschäften und sie waren teurer als andere und somit nicht für alle erschwinglich. Seit Beginn der Krise haben sich die Preisunterschiede zu konventionellen Produkten verringert. Hier der Beweis. Ich nehme 2 Einkaufskörbe. Jetzt kommt der Beweis. Der Geschäftsinhaber stellt 2 repräsentative Warenkörbe zusammen. Warenkörbe. Wir nehmen Lactelmilch. Einmal Bio, einmal konventionell. Warum machen die solche Dokus in diesem Kinderformat? Ich meine, man kann doch einfach... Man kann es doch einfach hinschreiben. Der konventionelle Warenkorb beläuft sich auf 33 Euro. Die Bio-Version liegt bei 38 Euro. Jetzt sagen Sie uns, wie viel Prozent das sind. Der Unterschied ist nicht sehr groß, angesichts der Qualität der Produkte. Der Bio-Warenkorb ist etwa 15% teurer. So, das hätten Sie gleich sagen können. Trotzdem sind Bio-Produkte, selbst bei Low-Cost-Preisen, für den Supermarkt äußerst rentabel. Das glaube ich. Wir stellen einen Vergleich zwischen Bio- und konventionellen Produkten auf. Christophe Pincet legt bereitwillig seine Margen offen. Das ist ungewöhnlich. Bei dieser Babynahrung zum Beispiel? Mit Karotten. 23,56. Die Marge auf die Bio-Version beträgt 23. Also, so wie ich das sehe, ist es einfach nur das, was bei der normalen neoliberalen Landwirtschaft auch passiert ist. Dass kleine Bauern sich verpissen müssen. Und der Typ, der da mit seinem Weizen da eben gerade da war, der war halt ein kleiner Bauer. Ganz einfach, oder was? Ich meine, wie soll das sonst gehen? Ist halt noch.
Neoliberalismus. Es ist ja gewollt, dass nur noch Großkonzerne das machen für einen. 20%. Beim konventionellen Mitbewerber sind das 24%. Also ich habe mir ja das komplett drauf geschafft am Anfang des Jahres. Als die Bauernproteste waren, habe ich ja Agrarwirtschaft Morphs Blend komplett einmal durch. Das ist eigentlich jetzt sozusagen nur, es gibt halt hier diesen speziellen Markt mit diesem Bio-Schwachsinn. Und da stellen sich jetzt dieselben Effekte ein, weil das alles gesättigt ist. Das Bioprodukt ist also weniger rentabel. Doch das ist eine Ausnahme. Die Bioversion? Der runden Cash-Tomaten, ja. Achtung, 30,36%. Bei den konventionellen 20,04%. Die Gewinnspanne bei Biotomaten ist im Vergleich fast doppelt so hoch. Was rechtfertigt einen solchen Unterschied? Gute Frage. Ich habe dafür keine rationale Erklärung. Sie verdienen daran auf jeden Fall mehr. An dieser Bioschale verdienen wir mehr. Bei den Bio-Eiern ist die Marge doppelt so hoch wie bei den konventionellen. Ebenso bei dieser Bio-Milch. In Zeiten des Agrarkonflikts kommt das vermutlich nicht gut an. Aber nun gut. Von den 15 verglichenen Produkten erzielten 11 Bioprodukte höhere Margen als ihr konventionelles Pendant. Können Sie nachvollziehen, dass solche Unterschiede bei den Gewinnspannen zum Missmut führen? Ja, das kann ich durchaus. Wir könnten auch sagen, wir verkaufen die Bioprodukte mit nur 10% Marge. Das könnte man machen. Wenn alle mitziehen und man die Biolandwirtschaft unterstützen will. Aber wir müssen unser Geschäft ja auch aufrechterhalten. Und damit meinen wir Ausbeutung. Ja. Ja. Ist schon schön, dass man eigentlich keine Verschwörungstheorie braucht dafür, ne? Aber es soll ja Intellektuelle geben, die behaupten, dass solche emergenten Properties, wenn man darüber redet, dass das schon eine Verschwörungstheorie ist. Ja, alles muss wachsen, ich weiß. Ich weiß das. Guck dir Morph an, der wächst auch die ganze Zeit. Ein Schweizer Ökonom führte erstmals eine Studie über die Rentabilitätsraten der großen Einzelhandelsunternehmen in seinem Land durch. Dieser Tabelle. Ja, ich meine Markus Gabriel. Ich werde, also ich habe das jetzt einmal durchgeguckt und ich werde, denke ich, morgen die komplette Aufnahme machen. Es ist so viel Bullshit in diesem Talk bei Thilo. Es ist unfassbar. Sehen wir die verschiedenen Preise. Einerseits den Produzentenpreis, dann den Konsumentenpreis im Supermarkt. Matthias Binswanger verglich die Bruttomargen zwischen biologischen und konventionellen Produkten der beiden größten Supermarktketten der Schweiz. Laut seiner Aussage sind in den 11 untersuchten Produktkategorien die Bruttomargen für Bioprodukte im Durchschnitt um 176% höher. Die Händler rechtfertigen diese Steigerung mit höheren Verlustraten bei den Bioprodukten. Also wir gehen davon aus, dass die zusätzlichen Kosten, die bei Bioprodukten entstehen, jetzt im Handel, eine spezielle Verpackung, größerer Ausschuss und so weiter, dass da etwa 20% mehr gerechtfertigt sind im Durchschnitt. Aber die eben mehr als 20% teurer wird, das Bioprodukt, im Vergleich zum konventionellen Produkt, dann sagen wir, dann ist das zu viel. Sagen die Schweizer Konsumenten, die zahlen erheblich zu viel. Eine Zahl war mal 100 Millionen. Das heißt natürlich einerseits, die Konsumenten, bei denen könnte man geringere Preise verlangen und auf der anderen Seite könnte man aber auch den Bauern dann mehr bezahlen. Mit dem Aufkommen der großen Supermärkte waren einige Biobauern gezwungen, ihre Gewinnspannen zu verringern. Ach was, wer hätte das gedacht? Neue Betriebe wurden gegründet, um die Produktionsmengen zu erhöhen und gleichzeitig Chris Marauder, das klingt ja super, die Kosten zu senken. Ja, aber ihr habt die Fuzzis in dem Supermarkt gehört, ne? Da müssten jetzt alle mitmachen und so.
Das heißt in Anführungsstrichen, in Wahrheit machen schon alle dabei mit, aber was sie damit meinen ist, man kann aus Bioprodukten mehr Profite aus dem Konsumenten rausziehen und braucht die gar nicht weitergeben an die Bauern, weil die Bauern abhängig sind. Das war das, was der da gesagt hat, ne? Also ich hab's jetzt euch nochmal übersetzt. Einer der größten Biobauernhöfe Europas. Sachsen. Er erstreckt sich über 4500 Hektar. In den Ställen stehen 1500 Milchkühe. Der riesige Landwirtschaftsbetrieb gehört der deutschen Bio-Supermarktkette Dens Biomarkt. Nitratbelastung und so, ihr wisst Bescheid. Geleitet wird er von Janis, einem jungen, modernen Farmer. Ich bin jung und modern. Ab 1990 befand sich hier an der Stelle ein konventioneller Milch. Janis orientiert sich an der früheren intensiven Tierhaltung. Das ist angesichts der Automatisierung vieler Arbeitsschritte zu erkennen. Also ein Ökobetrieb und auch ein konventioneller Betrieb, für den ist es immer sehr wichtig, natürlich so kostenoptimiert wie möglich zu arbeiten. Ja. Und da versuchen wir als Betrieb immer die Entscheidung zu fällen, was macht... Was skaliert am besten und was nicht so? Einen Mitarbeiter und was machen wir automatisch. Natürlich können wir dadurch etwas kostengünstiger produzieren. Die Bio-Richtlinien geben bei der Automatisierung keine Grenzen vor. Um die Arbeitsgeschwindigkeit zu erhöhen, hat der Konzern in dieses riesige Melkkarussell investiert. Hallo und guten Morgen. Ja, moin, wie schaut's aus? Ja, hallo, guten Morgen. Scripted Reality für die Kamera. Die siebte Gruppe. Wie schaut's Dieser aus? Dieser Mitarbeiter kann rund 700 Kühe in nur 3 Stunden melken. Und das ohne seinen Platz zu verlassen. Die Tiere kommen zu ihm. Das ist ein Melkkarussell mit 66 Plätzen. Wir melken ungefähr zwischen 200 und 250 Kühen damit in der Stunde. Wenn Sie diese Tierzahl oder auch eine kleinere Tierzahl mit der Hand melken, benötigen Sie natürlich sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Mitarbeiter. Eine beträchtliche Einsparung an Personalkosten. Er hat es nochmal erklärt, ja. Um die Rentabilität noch weiter zu erhöhen, setzt der... Es wäre nur, also für mich wäre es interessant gewesen, wie lange muss er das machen, damit sich dieses Melkkarussell amortisiert. Der Konzern auf Holstein-Rinder, eine besonders produktive Milch. Aber ihr wisst ja, fließende Kosten und so erzeugen ist immer gut als Unternehmer. Die Bio-Richtlinien schreiben keine lokalen oder traditionellen Rassen vor. Hier vorne sieht man die Liter, wie viel die Kuh gemolken hat. In dem Fall waren das jetzt 20 Kilo. Die wir jetzt gemolken haben. Die Holstein-Kühe produzieren täglich bis zu 27 Liter Milch. Rund 7 Liter mehr als manche herkömmlichen Milchkühe. Nach dem Melken dürfen die Tiere auf die Felder rund um den Betrieb. Doch eine solch hohe Konzentration an Individuen birgt auch Risiken. Janis überprüft täglich den Gesundheitszustand seiner Kühe. An diesem Tag zeigt ihm der Computer mehrere Anomalien an. Alle diese Kühe haben ein Problem. Man sieht es hier auf dem Bildschirm. Die sind alle krank. Bei 49 Kühen erscheint ein rotes Zeichen. Das bedeutet sehr krank. Bei uns in dem System wird angezeigt, zum Beispiel mit der Farbe Rot, wenn man hier rüber geht, wenn eine Kuh eventuell eine höhere Temperatur aufweist oder wenn die Kuh dann gegebenenfalls nicht richtig wiederkaut oder gegebenenfalls sich nicht so stark bewegt draußen im Stall. Präventive Antibiotikagabe ist in der Biotierhaltung verboten. Jedes Tier muss daher individuell behandelt werden. Also in diesem Bereich ist der Medikamenteneinsatz sehr, sehr stark geregelt und auch natürlich reglementiert.
Und wir sprechen uns dann individuell mit unserem Tierarzt ab, welches Medikament anzuwenden ist, und dann wird individuell behandelt. Janis hat in die Industrialisierung seines Betriebs viel investiert und ist. Also, das heißt, das skaliert dann nicht, ne? Da muss der Arzt dann für jedes Viech einzeln kommen und dann Antibiotika verschreiben, richtig? Zwinker, zwinker. Das ist einfach nur dann nicht mehr so effizient, ne? Weil man kann nicht mehr pauschal einfach die ganzen Viecher unter Drogen setzen. Ist heute ein wichtiger Akteur in Deutschlands Biomilchproduktion. Jedes Jahr werden hier 4,5 Millionen Liter abgefüllt, bei einem Umsatz von fast 7 Millionen Euro. Diese biologischen Megabetriebe gibt es in ganz Europa. Um die Regeln für den ökologischen Landbau in den 27 Mitgliedstaaten zu... Ja, so eine bakterielle Euterinfektion hängt wahrscheinlich nicht damit zusammen, dass sie in so einem Melk-Karussell drin hängen, oder? Vereinheitlichen, mussten Kompromisse eingegangen werden. ...2018 verabschiedet das EU-Parlament ein neues Lastenheft. Nach jahrelangen Verhandlungen zwischen Befürwortern der traditionellen Biolandwirtschaft und denen der Massenproduktion. Also diese Aufnahmen von diesem EU-Parlament, das ist auch wirklich so, ja. Also, es ist ein wirkliches Theaterstück, was da aufgeführt wird. Ne? Das ist ja keine demokratische Institution. An dem Machtkampf hat Hannes Lorenzen teilgenommen, Agrarsoziologe und ehemaliger Berater der Grünen-Fraktion im EU-Parlament. Die 3 Jahre Verhandlungen haben sich gelohnt, aber es sind natürlich doch auch etliche Schwächen zutage getreten. Es haben diejenigen gewonnen, die keine Obergrenzen in, zum Beispiel in der Tierhaltung wollten. Im Mittelpunkt der Debatten die Betriebsgrößen, insbesondere in der Legehennenzucht. Im Biolandbau war die Anzahl der Tiere auf 3000 Hühner pro Stall begrenzt. Ja. Die Anhänger einer intensiven biologischen Landwirtschaft fanden das zu restriktiv. Ja, klar. Um schnelles Wachstum wir brauchen 30.000. Brauchen wir Betriebe, die auch konkurrenzfähig sind, die groß genug sind. Und insofern sollte man... Konkurrenz zu was jetzt eigentlich? ...man nicht in irgendeiner Weise einschränken, die Zahl der Tiere. Obergrenzen waren umstritten und sind in keiner Weise durchgesetzt worden. Für die Vergrößerung der Biobetriebe wurde eine geschickte Lösung gefunden. Die Verordnung erlaubt nun nicht mehr 3000 Legehennen pro Gebäude, sondern 3000 pro Abteil. Die Tiere werden einfach durch eine Tür oder einen Maschendrahtzaun voneinander getrennt. Einige Länder setzen jedoch eigene Grenzen. In Frankreich zum Beispiel liegt die Maximalzahl für Biolegehennen in einem Betrieb bei 24.000. Das ist deshalb eine Entwicklung, die bedenklich ist, weil die Landwirte selber immer mehr sich anpassen müssen an Strukturen, die eigentlich nicht den Prinzipien des ökologischen Landbaus entsprechen. Ach was. Sie kommen unter einen enormen Kostendruck. Hat das was mit Wettbewerb zu tun etwa? Die Vertreter der strengeren Regeln haben einige Siege errungen, vor allem bei den Bioschweinen. Das Kopieren der Schwänze und Abfeilen der Zähne sind nun verboten. Doch die Erhöhung der erlaubten Tierbestände in der Biolandwirtschaft hat zu einigen Skandalen geführt. Okay, also Mario schickt dir jetzt die Koordinaten von dem Waldparkplatz. Hier, könnt ihr euch jetzt auch alle eure Funkgeräte hier nehmen? Habe ich euch alle hier hingelegt? Diese 4 Aktivisten bereiten sich auf einen Einsatz vor. Jo, Epsilon hört.
Die Mitglieder der Tierrechtsorganisation Animal Rights Watch, kurz ARIVA, veröffentlichten 2023 diese schockierenden Bilder. Sie zeigen die fragwürdigen Haltungsbedingungen von Biolegehennen in einem deutschen Betrieb. Anna und ihr Team kritisieren seit vielen Jahren die Effekte der Industrialisierung, die sie auf einigen Biobauernhöfen beobachten. In dieser Nacht statten sie einem einschlägigen Milchviehbetrieb heimlich einen Besuch ab. Also wir waren 2016 schon mal in dem Betrieb und haben die Zustände dokumentiert. Und da war es auch relativ, also war der hygienische Zustand ziemlich schlecht. Und jetzt haben wir uns einfach auch gedacht, nach ein paar Jahren schauen wir uns mal an, wie es sich verändert hat. Für uns die Grundidee der biologischen Landwirtschaft ist eigentlich gut, die Ökologie und eine nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben. Und der Auswuchs aus unserer Sicht war, als man angefangen hat, so zu tun, als wäre das jetzt auch für die Tiere das Paradies. Also das ist ja gar nicht das, worum es geht. Die Aktivisten sind immer nachts unterwegs. Das unbefugte Eindringen in einen landwirtschaftlichen Betrieb stellt eine Straftat dar. Okay. Straftat! Sie begehen eine Straftat! Wir bleiben zurück. Doch Anna und ihr Team haben eine eigene Kamera dabei. Das will ich ja wohl auch hoffen. Sie entdecken ein Gebäude mit unhygienischen Zuständen. Ein paar Meter weiter, am Ende dieses Ganges, liegt der Stall, in dem über Nacht 100 Biomilchkühe untergebracht sind. Stellt man sich so eine Kuh auf der Weide vor, auf der schönen Wiese, wie sie da ihr glückliches, artgerechtes Leben führt. Das ist halt die Realität, ja. Also Leben im eigenen Kuh. Die Tiere schlafen in diesen kleinen Abteilen. Ich sehe ja schon, dass die Kühe hier eigentlich nur kaum richtig reinpassen. Das ist natürlich auch ein Platz zu sparen. Eine Biozertifizierung erfordert unter anderem eine trockene Einstreu für die Tiere. Die Verordnung empfiehlt Stroh. Hier handelt es sich um ein erdähnliches Material. Erdähnliches Material. Ansonsten könnte man genauso gut sagen, dass ein konventioneller Stall und diese Einstreuschicht hier ist natürlich auch so ein bisschen lächerlich, ne? Also das entspricht halt der Verordnung, ist halt total alt, wird wahrscheinlich sehr selten erneuert, dementsprechend auch schon sehr hart und angekrustet. Zum Teil natürlich auch gemischt mit Kot und Urin, schätze ich mal. Spoiler, ja, das könnte was mit der Infektion zu tun haben. Kann für die Kühe gefährlich werden. Etwas weiter entdeckt Anna Tiere, die offensichtlich von den anderen isoliert wurden. Die Kühe haben zwar mehr Einstreu, sind aber in einem besorgniserregenden Zustand. Das ist doch kein normaler Euter. Die hat auf jeden Fall eine Entzündung drin, oder nicht? Das kann ja nicht sein. Das ist ja viel zu wenig. Also ich weiß jetzt nicht, ob der jetzt so prall mit Milch voll ist. Wie viele Kilo sind das wohl, die da hinten dran hängen? Oder ob das jetzt so entzündet ist, dass es das so vergrößert hat. Aber so oder so, es muss einfach scheiße sein. Und hier tropft die Milch sogar schon raus. Wow. Andere Tiere weisen offene Wunden auf, verbunden mit einem hohen Infektionsrisiko. Ja, wenn die da auch einfach so irgendwo auf so einer Kruste rumliegen. Ich meine, die Viecher wiegen ja auch unendlich viel. In dieser Nacht besuchen die Aktivisten auch einen Bio-Schweinestall. Boah, das ist echt so krass, ey. Arme Schweine. Total absurd, dass das auch noch als Bio verkauft wird. Also die Schweine stehen hier buchstäblich in ihrer eigenen Scheiße. Das kann man gar nicht anders sagen. Das deutsche Bio-Schweinefleisch wird auch in viele andere europäische Länder exportiert. Mhm.
Einige Verbraucherorganisationen sind ebenfalls besorgt über die hygienischen Zustände auf den Biobauernhöfen. Geht gar nicht. Also, so stellt man sich keinen Biohof vor. Was aber auch interessant ist, ne, weil, also das steht ja jetzt so nicht auf den auf der Bio-Verordnung drauf, dass man sich da glückliche Tiere und rosa-rot vorstellt, oder? Wenn ich im Dunkeln in so einen Stall gehe, sah es schon immer so blöd aus, eigentlich. Und jetzt ist aber allen klar, dass das eigentlich scheiße ist, aber wegen, warum eigentlich? Das ist ja keine ästhetische Kategorie. Sondern es geht ja irgendwie darum, dass die Tiere da scheiße, dass es denen scheiße geht, während sie leben, bevor sie abgeschlachtet werden. Haben diese Bilder Annemarie Botzki von der Organisation Foodwatch vorgelegt. Das ist wirklich eine große Gefahr für die Entzündung der Euter und das landet alles in der Milch. Also es ist ein Skandal wirklich für Verbraucher. 2023 veröffentlichte Foodwatch einen schockierenden Bericht über die Bedingungen der Tierhaltung in Europa. Die Schlussfolgerungen bezüglich der Biobetriebe sind alarmierend. Wir haben uns die 15 aktuellsten Studien zum Thema Tiergesundheit angeguckt, in Europa und auch in Deutschland. Und wir haben festgestellt, die Tiere sind massenhaft krank in jeder Haltungsform, konventionell und bio. Also ein Beispiel sind Milchkühe. Auf Biobetrieben haben 50% von denen haben entzündete Euter. Die Kühe liefern jeden Tag zwischen 30 und 60 Liter Milch. Das ist eine enorme Menge für einen Kuhkörper. Und überleg deswegen mal, 30 bis 60 Liter. Was wird denn so ein Kalb, wenn es geboren wird? Kriegen die Tiere auch dort Entzündungen oder andere gesundheitliche Probleme. Der Leistungsdruck für die Tiere ist einfach enorm. In dem Bericht wird eine dänische Veterinärstudie erwähnt. Danach weisen 35% der untersuchten Bio-Schweine Krankheiten auf. Wissenschaftliche Untersuchungen in Deutschland ergaben, dass 97% der Bio-Legehennen von einer Entzündung betroffen sind. Es ist schon skandalös, weil Verbraucherinnen... Ja, logisch. Sie dürfen ja auch nicht mehr mit Antibiotika pauschal behandelt werden. Die nach einem Bioprodukt greifen, ein Bioprodukt kaufen, erwarten den besten Tierstandard und die erwarten gesunde Tiere. Und das ist einfach nicht so. Wenn Bio wirklich langfristig was bedeuten will, müssen die da an das Thema ran und da wirklich was verbessern. Ja, das ist aber auch hier, ne? Das ist doch wahrscheinlich ist es doch schon wieder eine Rumklauberei, ne? Die erfüllen jetzt genau präzise die Standards, die ihnen vorgegeben werden. Die Vorgaben kommen aus irgendwelchen Bürokratien mehr oder weniger. Und da wurde lange mit Lobbyismus an diesen Vorgaben rumgeeiert. Und so weit nach unten gedreht, wie überhaupt nur möglich. Richtig? Das, was da vielleicht in unserem Unbewussten gärt, deckt das Biomarkenversprechen zu, wie in so eine Badewanne, die uns sozusagen im guten Gewissen badet. Na klar. Wir wollen manchmal gar nicht so genau hingucken. Wir wollen gar nicht so. Was heißt denn hier manchmal? So genau wissen, wo kommt jetzt unser Fleisch her? Was haben diese Tiere da durchgemacht, als sie geschlachtet wurden? Das ist sowas, das ist uns vielleicht auch manchmal ganz recht, wenn es so im Verborgenen bleibt. Anne Kunze ist Investigativjournalistin. 2021 hat sie 500 Kontrollberichte von deutschen Biobauernhöfen analysiert und dabei zahlreiche Unregelmäßigkeiten entdeckt. Es war wirklich ungeheuerlich, was ich entdeckt habe. Die Dokumente zeigen, dass dieses Prinzip der Masse längst in den Biobereich tief sich eingegraben hat. What? Ja. Wenn Marxismus jetzt nicht eine Verschwörungstheorie wäre, dann könnte Marxismus natürlich gute Predictions machen für sowas. Also Legehennen haben... Kann es aber nicht, weil keine... Also Markus Gabriel hat es uns ja erklärt. Gibt es Landwirte, die Stromkabel verlegen unterirdisch und dann geht jede Henne, die rausgeht,
kriegt einen Stromschlag, sodass sie den Stall nicht mehr verlässt, weil ein Tier, das nach draußen geht, kann sich ein Keim einfangen und ist dann schwerer zu handeln. Und deswegen machen viele das so, dass sie versuchen, das Tier am Rausgehen zu hindern. Während ihrer Ermittlungen kam ans Licht, dass diese betrügerischen Praktiken kaum bestraft werden. Na. Oft nur mit Geldbußen von wenigen tausend Euro. Die Biobetriebe werden mindestens einmal im Jahr von staatlichen Behörden kontrolliert. Sie lagern sie aus auf privatwirtschaftliche Unternehmen, diese sogenannten Kontrollstellen. Und diese Kontrollstellen gehen zu den Höfen und die Höfen müssen die Kontrolle selbst bezahlen. Das heißt, wir laufen in einen möglichen Interessenskonflikt rein, weil eben die Kontrollgesellschaften von den Höfen das Geld bekommen, die sie kontrollieren. Toll. Für eine EU-Bio-Zertifizierung bei einer anerkannten Stelle zahlen die Betriebe etwa 1.000 Euro pro Jahr. Eine Handvoll Zertifizierungsgesellschaften teilen sich den riesigen Weltmarkt. Sie kontrollieren die Einhaltung der europäischen Vorgaben. Zertifizierungsmafia! Ja. Also, Behörden erlassen Regeln. Diese Regelsysteme werden rivat gehackt. Wenn es doch nur jemanden gäbe, der da schon drüber nachgedacht hätte. Kaysor, nein, die Folge lohnt sich nur dann, wenn du es dir wirklich hardcore reingeben willst. Ich werde morgen dazu ein Video aufnehmen und fast das komplette Video gucken. Als YouTube-Video. Eine Reaction. Jahrelang in der Zertifizierung von Bioprodukten gearbeitet. In einer Stelle, die in vielen verschiedenen Ländern tätig ist. Dieser ehemalige leitende Angestellte einer bekannten deutschen Zertifizierungsgesellschaft möchte anonym bleiben. Wir nennen ihn Franz. Na, Franz. Im Zertifizierungsbereich ist es oft so, dass wenn man eine gute Arbeit macht, der Kunde überhaupt nicht glücklich ist, sondern der Kunde sich dann beschwert und da wird der Interessenskonflikt deutlich. Ach was. Das hat Franz selbst erlebt. Der Fall drohte zu einem diplomatischen Zwischenfall zu werden. Министр Румен Порожанов, еврокомисаря Фил Хоган и министрите на земеделието на страните членки посетиха Гина Големи, първото сертифицирано стопанство в страната за производство на биозеленчук. Визитата е в рамките на българското Mitte der 2010er Jahre erobert Bulgarien den Markt mit einem riesigen Biobetrieb. Aushängeschild des Landes. Die Zertifizierungsstelle, bei der Franz arbeitet, soll den Betrieb und die Produktionsmethoden begutachten. Das wichtigste Produkt dabei sind Gurken. Daneben werden auch Tomaten, Paprika und anderes Gemüse produziert. Das bulgarische Unternehmen hat sich als wichtiger Lieferant von Biogemüse etabliert, insbesondere bei deutschen Supermärkten. 2021 führt die Zertifizierungsstelle eine unangekündigte Kontrolle durch und nimmt Proben von Gurkenblättern. Irgendwann wurde auch die Geräte, mit denen die Pflanzenschutzmittel in diesen Biogewächshäusern ausgebracht werden, beprobt. Dann wurde eine sehr hohe Konzentration nicht von dem Fungizid gefunden, sondern von einem ganz anderen chemischen Produkt, das auch nicht erlaubt ist im Bioanbau. Das aber häufig in Gewächshäusern eingesetzt wird, um Blattläuse und weiße Fliegen zu bekämpfen. Ein internationales Labor weist in den Proben Flonicamid nach. Ein Insektizid, das in der biologischen Landwirtschaft ausdrücklich verboten ist. Die haben betrogen und sollten deshalb nicht weiter als Bio verkaufen dürfen. Wir haben der Stelle dann daraufhin das Zertifikat entzogen. Ende der Geschichte, könnte man meinen. Doch das bulgarische Unternehmen lässt seine Kontakte spielen.
Einige Tage später erhält die Zertifizierungsstelle ein Schreiben des bulgarischen Landwirtschaftsministeriums, in dem die Laborergebnisse angezweifelt werden. Klar. Das Labor, an das Sie die Proben zur Analyse geschickt haben, ist vom Landwirtschaftsministerium nicht anerkannt. Das Ministerium ordnet die Aufhebung der gegen das Unternehmen verhängten Maßnahmen an. Das Ministerium stellt die Methodik der Kontrollen in Frage und widerlegt die Ergebnisse. Ich bin das Ministerium! Das bulgarische Unternehmen will sogar den Vertrag mit der Zertifizierungsstelle aufkündigen. Ich war fassungslos, ich hab's nicht verstanden, weil der ganze Vorgang so absurd war. Obwohl dieser Beweis so klar war, sind sie halt weiterhin auf dem Markt tätig. Einfach vermutlich deshalb, weil sie gute Beziehungen zu der zuständigen Behörde haben. Das bulgarische Unternehmen hat seine Bio-Zertifizierung behalten. Sehr gut. Ich meine, mal ehrlich, wo kommen wir da hin, wenn Leuten ein netten Wettbewerbsnachteil jetzt dadurch gereicht wird, dass sie schummeln? Die haben sich doch jetzt extra dafür eingesetzt, dieses Zertifikat zu bekommen. Jetzt ist auch mal gut. Jetzt ist doch auch einfach mal gut. Einfach mal in Ruhe lassen. Das ist der Betrieb, der von der Zertifizierungsstelle des Betrugs verdächtigt wurde. Er misst 12 Hektar. Nach wochenlangen Verhandlungen erklärte sich das Unternehmen schließlich bereit, uns zu empfangen. Am Tag unseres Besuchs sind die Räumlichkeiten fast leer. Und nur die Finanzchefin ist anwesend. In einigen Monaten wird in den Gewächshäusern Gemüse geerntet werden können. Für den Export. Deutschland ist der Hauptkunde des bulgarischen Unternehmens. Verwenden Sie beim Anbau Pestizide? Nein, wir nehmen ausschließlich Biopestizide. Laut unserer Informationen werden Sie beschuldigt, das verbotene Pestizid Flonicamid verwendet zu haben. Nein, wir haben dieses Produkt nicht verwendet. Ja, Produkt. Die deutsche Zertifizierungsgesellschaft hat da völlig falsche Schlussfolgerungen gezogen. Laut des bulgarischen Unternehmens hätten die von ihm beauftragten Analysen keine Spuren von Flonicamid ergeben. Außerdem sei das Produkt für die hier angebauten Kulturen auch ungeeignet. Das Insektizid wird in der Regel bei Getreide- und Ölpflanzen verwendet. Für Tomaten und Gurken ist es nicht geeignet. Es wird dort nie eingesetzt. Laut Herstellerangaben kann man Flonicamid durchaus bei Gurken und Tomaten einsetzen. Das bulgarische Unternehmen reichte 2 Klagen gegen die Zertifizierungsstelle ein, wegen unangemessener Kontrollmethoden. Eine neue Zertifizierungsstelle bekam den Job und der Betrieb konnte sein Bio-Label behalten. Verstehe. Tja. Markus Gabriel schlägt ja im Übrigen vor, dass die Chief Philosophical Officers in den Unternehmen, also in den Konzernen, sowas wie eine Compliance-Abteilung sind. Das heißt auch da, die sind dazu da, das Unternehmen zu beraten, dass es ethisch wirtschaftet. Und wenn sich herausstellt, dass es da einen Interessenkonflikt gibt, ja, dann wird er gelöst, haltet euch fest. Einfach nur, weil die Unternehmer ja auf die Weisheit der Philosophen die Wert legen. Dafür sind im Agrarsektor zwar strenge Kontrollen vorgesehen. Die Kontrolle der Importe gestaltet sich trotzdem schwierig. In Deutschland und Frankreich kommen 30% der Bioprodukte aus dem Ausland. Also genauer genommen argumentiert er ja eigentlich, dass wenn man jetzt die Umwelt kaputt macht mit seinem Business, dann weiß ja jeder Geschäftsführer, dass das auf der Skala von 1000 Jahren nicht gut sein kann. Auch für die eigene Zukunft. Und es ist ja auch schon so, dass Unternehmen so eine Ethikkommission und so einen Scheiß haben, ne? Aber ja, es
es ist ein ganz herrlicher, also ich denke, es ist der schlauste Philosoph aller Zeiten. Verkauft werden sie hauptsächlich in großen Supermärkten, wie dem von Christophe Pincé in Le Havre. Diese 260-Gramm-Schale Tomaten kostet 1,79 Euro. Das ist ein interessantes Angebot für alle, die Bioprodukte kaufen möchten. Woher kommen die Tomaten? Diese Tomaten kommen aus Spanien. Kämen sie aus Frankreich, könnten wir sie wohl nicht zu diesem Preis anbieten. Würden die Leute sie dann kaufen? Ich weiß es nicht. Das gilt auch für diese Clementinen. Ja, aus Spanien. 50% der hier angebotenen Obst- und Gemüsesorten kommen aus Spanien. Und auch diese Zitronen sind spanischer Herkunft. Spanien, der Low-Cost-Gemüsegarten Europas. Die Plastikwüste schon wieder. Hauptproduktionsort von dem Obst und Gemüse, das wir im Supermarkt einkaufen. Eine Gegend mit 33.000 Hektar voller Gewächshäuser. Manche nennen es das Plastikmeer. Eines von 10 Gewächshäusern hat heute ein Bio-Label. Das meistverkaufte Produkt sind Tomaten. Jahr für Jahr werden 50.000 Tonnen Biotomaten per LKW verschickt. Was de facto Grundwasser, sich zu Grundwasser übersetzt. Sie fluten die europäischen Filialen. Nur ein Unternehmen war bereit, uns seine Türen zu öffnen. Seit 20 Jahren ist man hier auf den Anbau von Bio-Obst und Gemüse spezialisiert. Vicente Alonso exportiert 90% seiner Produktion. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cuántos kilos podemos tener aproximadamente hoy, Sergio? 1000 kilos. Eine Tonne Biotomaten am Tag. In manchen Jahren kommt das Unternehmen auf bis zu 800 Tonnen. ¿Dónde irán este producto? ¿A qué país? Esto normalmente Francia. Francia, ¿verdad? Algo Alemania. Vicente arbeitet mit großen Supermarktketten zusammen, da er sehr günstige Preise anbieten kann. Diese Tomaten können für 2,30 Euro bis 2,50 Euro das Kilo verkauft werden. Unsere Kosten liegen zwischen 1,20 Euro und 1,50 Euro. Das ergibt einen wettbewerbsfähigen und erschwinglichen Preis für die meisten französischen Verbraucher. Um seine attraktiven Preise anbieten zu können, hat Vicente auf Massenproduktion umgestellt. Er arbeitet mit 9 Landwirten aus der Region zusammen. Wir haben insgesamt 250 Hektar für Gemüse und exotische Früchte, wie Mango und Avocado. Auf 50 Hektar wird ausschließlich Gemüse angebaut, darunter die Tomaten, die wir gesehen haben. Es ist Mitte Dezember. Die Tomatenernte ist in vollem Gange. In diesen Plastikgewächshäusern gibt es keine Jahreszeiten. Dieser Betrieb kann Vicente jährlich 40 Tonnen Tomaten liefern. In den Gewächshäusern können wir das ganze Jahr über Tomaten anbauen. Sogar im Winter an der Costa Tropical. In Motril wird es zwar nicht sehr kalt, doch ohne die Gewächshäuser wäre ein Anbau in dieser Jahreszeit nicht möglich. Vicente kann bis zu 3 Ernten pro Jahr realisieren. Zur Einhaltung der Jahreszeiten gibt es im ökologischen Landbau keine Vorschriften. Um die Produktionskosten zu minimieren, werden auf dem Boden Plastikmatten ausgelegt. So wird das Wachstum von Unkraut verhindert. Und um die Fruchtfolge zu erhöhen, werden die Biotomaten noch grün gepflückt. 2 Wochen vor der Reife.
Sehr gut. Wir haben nun rund 2 Wochen Zeit. Die Tomaten sind noch fest und können die Vorbereitung und den Transport gut überstehen, damit sie in perfektem Zustand beim Konsumenten ankommen. Ja. Biotomaten. Und jetzt 3-mal Ernte pro Jahr heißt de facto maximale Bodenausbeutung, richtig? Und wir haben ja gesehen, da wächst nichts mehr. Also das geht jetzt eh nur ein paar Jahre gut und dann ist da alles kaputt. Abgesehen davon, dass wir auch sowieso schon wissen, dass das sowieso jetzt desertifiziert, ne? Also aus mehreren Gründen ist nur noch eine Frage von kurzen Zeitintervallen. Kalibriert für den Transport. In den Regalen werden sie rot leuchten. Doch aufgrund des niedrigen Zuckergehalts lässt der Geschmack zu wünschen übrig. Der Geschmack der spanische lässt zu wünschen übrig. Das spielt ja egal, es spielt ja keine Rolle. Milliarden Euro. Das ist ja wiederum völlig egal, ne? Das wissen wir ja schon. Dass Nahrungsmittel noch nach irgendwas schmecken, das hat noch nie jemanden interessiert. Pro Jahr. Und verbraucht sehr viel Wasser. Dabei mangelt es Spanien daran. Der Bioanbau wird daher oft kritisiert, als Antrieb Guck einer mal, da auch ringsrum, das ist da der toll. Hohe Wasserverbrauch die Flüsse und das Grundwasser der Region So stelle ich mir das wirklich vor, ja. Umweltschützer sind über einige Gebiete besonders besorgt. Darunter ist Campo de Nija. Dort liegen viele Biobauernhöfe. 582 Quadratkilometer werden bewässert. Die Wasserressourcen betragen 13 Kubikhektometer pro Jahr. Der Übernutzungsindex liegt damit bei 250%. 250%! Letztes Jahr wurden 17.000 Kubikhektometer aus dem Grundwasser zur Bewässerung entnommen. Fast 3-mal so viel wie die in einem Dekret von 1986 festgelegten Grenzwerte. Ach so! Haben die sich einfach über diese Grenzwerte hinweggesetzt? Bei Salat oder? Ach, also es ist wirklich so witzig, dass ich gerade Markus Gabriel angeguckt habe. Unfassbar. Brokkoli ist der Hauptbestandteil der Produktion Wasser. 90%. Bei Tomaten sind es 60%. Und das ausgerechnet an einem Ort in Europa, an dem es mit am wenigsten regnet. Ja, ist schon richtig schön Wüste da. Es ist einfach alles schon nur noch trocken. Um die Produktion am Laufen zu halten, ja, hat die Agrarindustrie umfangreiche Projekte initiiert. Das ist Becken Nummer 6. Zum Beispiel wurden an den Berghängen Megawasserbecken errichtet. 12 davon gibt es in dieser Region. Jedes fasst bis zu 3000 Kubikmeter Wasser. Sie nehmen das entsalzte Wasser aus der Fabrik in Carboneras, lagern es hier und vermischen es mit dem Wasser aus den Brunnen. Damit befüllen sie die Becken der Gewächshäuser. Ein Großteil dieses Wassers wird direkt aus dem Meer entnommen und in Entsalzungsanlagen aufbereitet, die größtenteils mit Erdöl betrieben werden. Die Methoden der Biolandwirtschaft sorgen in Spanien für Kontroversen. Und das nicht nur wegen der Umwelt. Jeden Morgen stehen hunderte Migranten ohne Papiere Schlange für Arbeit in den Gewächshäusern. Im konventionellen schon, ja, und im Bioanbau. In den Plastikwüsten Sklavenarbeit. Das prangert José García Cuevas seit mehreren Jahren an. Er ist Vorsitzender einer Gewerkschaft für Landarbeiter. Die Praktiken im Bioanbau sind nicht besser als die in der konventionellen Landwirtschaft. Der Gewerkschafter will uns das andere Gesicht eines Teils der spanischen Bioproduktion zeigen. Insbesondere die Lebensbedingungen einiger Arbeiter. Plastikghettos. Um die Gewächshäuser herum wurden Slums aus dem Boden gestampft. Hier in dieser Zone
Wir befinden uns hier im wichtigsten Bio-Anbaugebiet der Provinz Almería. Würde Bio anders funktionieren, sähe es hier nicht so aus. In der Gegend gibt es über 80 Favelas. Die meisten Bewohner sind ohne Papiere in Spanien. Doch alle leben unter den schlimmsten Bedingungen. Es gibt eine Wasserstelle für 150 Baracken. Alle geben an, in den Gewächshäusern in der Umgebung zu arbeiten, wie dieser Marokkaner. El jefe, ¿cuánto paga? Cinco euro. Euro. Cinco euro y 50. 5 euros 50 por la hora, ¿no? Digo la gente. Sí, bueno, ya está. Bueno, pero no paga bien. Der Mindestlohn liegt in Spanien bei 7,80 Euro die Stunde. Richtig. Richtig, Zirkel. Die Ausbeutung schmeckt, die Tomate schmeckt nicht. Niemand gewinnt daran. Außer, ihr wisst wer. Wir sagen es, wir sprechen es nicht aus. Das Wort wird hier nicht gesagt in der Doku. José García Cuevas bietet im Gewerkschaftsbüro täglich eine Sprechstunde für die Arbeiter an. Bio ist nicht schuld, nein. Bio ist naiv. Er sagt, dass einer von drei Fällen Bio-Unternehmen betreffen würden. Dieser Arbeiter beschwert sich. Er wurde bestraft, weil er die Arbeitsbedingungen gefilmt hat. Auf diesem Video sieht man zwei Angestellte, die im Gewächshaus Pestizide ausbringen, in Anwesenheit von zwei Arbeitern ohne Schutzkleidung. Solche Aufnahmen bekommt José immer wieder zu Gesicht. Hier sieht man einen Arbeiter inmitten einer Pestizidwolke. Das gleiche Bild aus einem anderen Betrieb. Heute ist 5. August, Nera. Ich bin sofortando, ich bin trabajando aquí. Das fragliche Produkt soll Schwefel sein. In der Biolandwirtschaft ist das Fungizid zugelassen, seine Verwendung jedoch stark eingeschränkt, weil es für den Menschen gefährlich bleibt. Das sind natürliche Produkte, die im Bioanbau eingesetzt werden. Je nach Konzentration sind sie aber hochgiftig. Sie haben unmittelbare Folgen. Das können eine Bindehautentzündung oder auch Atemprobleme sein. Die Videos sollen zwischen 2021 und Ende 2023 gedreht worden sein, in Tochterbetrieben eines spanischen Bioriesen. Besagtes Unternehmen widerspricht per E-Mail den von den Beschäftigten vorgebrachten Beschuldigungen. Der Konzern erklärt, die Beschäftigten seien beim Sprühen besagter Substanzen mit einer Schutzausrüstung ausgestattet gewesen. Außerdem würden die verwendeten Biopestizide nicht gegen EU-Bestimmungen verstoßen. Das zeigen nur wenige Biobauern vor einer Kamera. Christophe Porcher ist Winzer. Er produziert seit 10 Jahren Biowein. An diesem Tag bringt er Pflanzenschutzmittel aus. Momentan behandle ich meine Reben, um die Weinstöcke zu schützen. Vor allem gegen Pilzkrankheiten, also Mehltau und falschen Mehltau. Dies ist die 8. Behandlung in den letzten 1,5 Monaten. Natürlich wird im Bioanbau behandelt. Ich denke, das haben viele Verbraucher nicht verstanden.
Bio bedeutet nicht, dass die Kulturen nicht behandelt werden. Wir müssen unseren Wein zu erschwinglichen Preisen verkaufen können. Und unser Betrieb muss rentabel bleiben. Wir können es uns nicht leisten, die Hälfte der Ernte zu verlieren. Dann könnten wir nicht weitermachen. Das erinnert mich schon wieder an diese Doku, die wir gesehen hatten, dass wo irgendwo in Nordindien oder wo das war, dieser eine Bereich 10 Jahre gebraucht hat, um auf Bio umzustellen, im Sinne von keine Pestizide und so. Und da haben sie ja auch gesagt, dass das ein übelster Grind war, weil die halt sowas wie 6 Jahre oder so einfach die Erträge komplett verloren haben, ne? Weil die ganzen Böden und der ganze Scheiß muss sich erstmal regenerieren. Der Einsatz von Pestiziden im ökologischen Landbau ist ein Tabu. Dabei ist der Pflanzenschutz unter bestimmten Bedingungen durchaus erlaubt. Das ist ein Kanister mit Kupferhydroxid, eine Form von Kupfer, die wir zur Bekämpfung von falschem Mehltau einsetzen. Diese Kupferform stammt aus einem natürlichen Molekül, das im Boden vorkommt. Im Gegensatz zu synthetischen Molekülen, die chemisch hergestellt werden. In der ökologischen Landwirtschaft sind nur die natürlichen Moleküle erlaubt. So, das drehen wir. Wir gucken noch 20 Minuten Biokrise. Masse statt Klasse? Fragezeichen. Ist eine neue Doku. Zur Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen steht dem Bio-Winzer eine breite Produktpalette zur Verfügung. Breite Palette. Das ist Pyrever, ein Insektizid. Auch das hier ist ein Insektizid. Sie werden zusammen eingesetzt und basieren auf Mikroorganismen. Das ist zur Bekämpfung des Traubenwicklers. Das hier nehme ich, um die Kupferdosis zu begrenzen und auch den Befall mit falschem Mehltau. Das ist Blattdünger aus Spurenelementen. Insektizide, Fungizide und auch Düngemittel. Es gibt viele Mittel, die im Bioanbau verwendet werden. Auf der Website von EcoCert finden Sie alle zugelassenen Produkte. 392 Biopestizide sind auf dem Markt. Christoph verwendet ein Dutzend davon. Jedes einzelne Produkt kostet mich zwischen 15.000 und 18.000 Euro pro Jahr. Das ist viel Geld. Biopestizide sind im Durchschnitt 20% teurer als die entsprechenden chemischen Produkte. Frankreich ist ein Hauptanwender von Biopestiziden in Europa. Der Markt boomt. Eine Fachmesse in Amsterdam. Jeder 10. Aussteller bietet hier Lösungen zur Steigerung der Erträge im Ökolandbau an. Biostimulantien, Bioinsektizide, natürlich. Naja, Fatality, ich denke, es ist eher naiv anzunehmen, dass wir im Kapitalismus nicht das beobachten, was wir immer beobachten können. Und dass irgendwie grüner Kapitalismus funktionieren kann. Das ist sozusagen naiv, ne? Düngemittel. Der weltweite Umsatz beläuft sich auf über 4 Milliarden Euro pro Jahr, bei einem Wachstum von 10%. Wir haben eine große Produktpalette und verkaufen weltweit. Die Geschäfte laufen gut. Es ist gut für das Klima, für die Natur und für die Landwirte. Ein Hauptargument der Hersteller: der Schutz der Umwelt und die Gesundheit der Landwirte. Dafür bieten sie einiges an. Von Ameisen, die Schädlinge töten, bis hin zu im Labor gezüchteten Bakterien. Hier haben wir Präferal. Die Sporen dringen in das Insekt ein und töten es von innen. Spiro auf Basis von Pyretrum gehört zu den natürlichen Giften. Der Wirkstoff bei all diesen Mitteln besteht aus einer natürlichen Substanz. Durch die EU-Gesetzgebung werden noch mehr synthetische Pestizide vom Markt verschwinden. Wir bieten Alternativen dafür an. Zwischen 2017 und 2022
hat die EU-Kommission 66 synthetische Pestizide, die in der konventionellen Landwirtschaft eingesetzt werden, verboten. Angesichts sinkender Umsätze haben die großen Agrarchemieanbieter den Markt der Biotechnologie für sich entdeckt. With Vellifer, BASF now offers growers a versatile tool. Sonata, el antioidio biológico de pura cepa. Auch Bayer, Eigentümer von Monsanto, ist mit von der Partie. Ebenso wie Corteva, hervorgegangen aus Dow DuPont. Das Unternehmen hat eine Reihe hochwirksamer Insektizide auf der Grundlage natürlicher Moleküle entwickelt, wie dem Spinosad. Die Chemiefirmen haben Teile ihres Marktes verloren, weil sie da ihre chemischen und sonstigen Produkte nicht mehr loswerden. Insofern versuchen sie, diesen Verlust am Markt auszugleichen. Ob das der Philosophie oder der Praxis des ökologischen Landbaus langfristig nützt, da habe ich meine Zweifel. Der explodierende Markt der Biopestizide beunruhigt auch einige Wissenschaftler. Einige Biopestizide sind problematisch. Sie sollen auf bestimmte Schädlinge mehr oder weniger toxisch wirken. Aber wirken sie wirklich nur auf diese? Damit sind wir bei der gleichen Problematik wie bei den synthetischen Pestiziden. Ach was. Marcel Amichaud erforscht seit 15 Jahren die Nebenwirkungen von Biopestiziden auf die Biodiversität. Sie töten Organismen. Von den 33 in der ökologischen Landwirtschaft zugelassenen Molekülen sind seiner Meinung nach 4 kritisch. Bacillus thuringiensis, Pyretrum, Azadirachtin und vor allem Spinosad. Es ist eigentlich ein Nervengift, wie viele synthetische Insektizide. Das bedeutet, dass es für eine Vielzahl von Insektenarten tödlich sein kann, darunter auch für die Bienen. Das Produkt wird heute kritisch gesehen, weil es zu giftig ist. Zu giftig? Gesucht ein Pestizid im Pestizid, das Bienen tötet, in die ökologische Landwirtschaft? Es ist tatsächlich fragwürdig, ein unspezifisches Nervengift einzusetzen, wenn man die Umwelt wirklich schützen will. Heute wird viel geforscht, um neue Biopestizide oder Anwendungsmöglichkeiten zu entwickeln. Aber ich habe das Gefühl, dass die Nebenwirkungen dabei nicht ausreichend bedacht und untersucht werden. Nach die Babsi. Wir haben uns Proben von 8 Produkten besorgt, die im ökologischen Landbau zugelassen sind. Darunter Kupfersulfat, Spinosad und Orangenölextrakt. Auf den Kanistern finden sich keine Angaben zur Zusammensetzung. Um sie zu analysieren, haben wir etwa 20 Labore kontaktiert. Nur eines war bereit, die Untersuchungen durchzuführen, unter der Bedingung der Anonymität. Die Ergebnisse zeigen, dass Biopestizide unerwartete Inhaltsstoffe enthalten. Unerwartet? In einem der Kupferpräparate finden sich Metalle. Eisen, Blei, aber auch Mangan, Zink, Siliziumdioxid und Spuren von Arsen. Das gefällt mir. Im Biopestizid richtig auf gut. Basis von Spinosad wird es komplizierter. Darin wurden 3 unterschiedliche polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe nachgewiesen. Substanzen auch auf Basis von Öl oder Teer. Problematisch ist ebenfalls das Produkt auf Grundlage von Orangenöl. Es enthält ein Antioxidans. Dabei handelt es sich um einen synthetischen Inhaltsstoff. Bei weiteren Recherchen stellen wir fest, dass viele Biopestizide oder Hilfsstoffe synthetische Moleküle enthalten. Aber sie sind zugelassen und haben diese heißen sogenannten Bio. Beistoffe werden zugesetzt, um die Wirksamkeit zu erhöhen. Sogenannte Beistoffe.
toll. Sie sind der tote Winkel der Biopestizide. Der tote Winkel. Ich würde sagen, es ist der Rivartec. Das Problem sind die Beistoffe. Der Wirkstoff von Biopestiziden muss natürlichen Ursprungs sein, die Beistoffe nicht unbedingt. Ach, super. Wer hätte darauf nur kommen können, dass, wenn man jetzt so Richtlinien erlässt, die sowas offen lassen, dass das dann schamlos ausgenutzt wird? Wahrscheinlich die Leute, die diese Richtlinien erlassen haben, weil die einfach Homeboys sind von den anderen Leuten. Und ihr wisst schon. Biopestizide, synthetische Stoffe? Ja, das kann passieren. Es ist paradox, aber ja. Klingt nach einer totalen Verschwörung. Die EU-Vorschriften erlauben, dass Biopestizide neben dem natürlichen Wirkstoff auch synthetische Inhaltsstoffe enthalten dürfen. Ja, wenn das erlaubt ist, ist doch alles okay, oder was? Marcel Amichot stellt weitere Nachforschungen zum Antioxidans im Produkt auf Orangenölbasis an. Mit einer überraschenden Entdeckung. Ich bin schon total überrascht. Wenn ich das richtig verstehe, wird die Substanz gerade von Frankreich bewertet, um zu prüfen, ob es ein endokriner Disruptor ist. Könnte das sein? Ja, es scheint so. In den Mitteln mit dem Wirkstoff Spinosad fällt ihm ein anderer Inhaltsstoff auf. Klappt nicht mal auf, endokrine Disruptoren, waren das nicht auch die den Hormonhaushalt von Menschen und anderen Lebewesen verändern? Das hier enthält offensichtlich Benzisothiazol. So wie das im Sonnenspray drin ist und so? Die Substanz wird für Wasserorganismen als giftig eingestuft. Die ist etwas gemeiner. Sie liegt bei der Toxizität für Wasserorganismen auf Stufe 2 und ist auch für den Menschen giftig. Hier haben wir es ganz klar mit einem synthetischen Produkt zu tun. Unsere Recherchen zeigen, ein Drittel der Biopestizide oder Hilfsstoffe enthalten synthetische Beistoffe. Auf Nachfrage erklärten die Hersteller, deren Dosierung innerhalb der Zusammensetzung sei in der Regel sehr gering, was ihre toxische Wirkung reduziere. Ja, na dann. Haben die Behörden diese Beistoffe im Visier? Ja. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, welche. Das Problem wird also ernst genommen. Also nein. Ja, auf jeden Fall. Man hat erkannt, dass einige Produkte problematisch sind. Also ja, es wird ernst genommen, aber wir wissen nicht, wie sehr, wie ernst. Sein können. Vielleicht unernst. Sie enthalten Substanzen, die als endokrine Disruptoren gelten oder neurotoxisch sind. Naja. Das sind oft die beiden Merkmale. Und man kann keine Produkte auf den Markt bringen, von denen man weiß, dass sie zu 10... Also, wenn ich vorhätte, Lebewesen zu töten, dann würde ich ja Gift verwenden. Es ist also schon interessant, ne, dass man jetzt überrascht sein muss darüber, dass da jetzt tatsächlich Gift ist, auch. Bis 20% Beistoffe enthalten, die diese schädlichen Auswirkungen haben. Wir legen das Ergebnis unserer Recherche dem Winzer Christoph Porcher vor. Guten Tag. Und enthüllen, dass einige der eingesetzten Biopestizide synthetische Bestandteile enthalten. Das wussten Sie nicht? Nein, das wusste ich nicht. Woher soll er das wissen, mal ehrlich? Erstens interessiert ihn das nicht und zweitens, er hat auch nie was anderes behauptet oder was. Er hat nur gesagt, das ist alles zugelassen, ihr Arschlöcher. Und ich denke, die wenigsten Nutzer wissen... Ja, neues Korb, mir ist das klar, dass die ins Grundwasser kommen. Wenn ich das höre, stelle ich natürlich einiges in Frage. Doch mein Problem bleibt bestehen. Ja, also... Tja, naja. Agrarwirtschaft. Was Tolles. Wie kann ich ohne diese Mittel einen guten Ertrag erreichen? Im Kapitalismus? Das wird heute nur mit solidarischen Landwirtschaften, Kollege. Die Auswirkungen des Klimawandels immer schwieriger. Nun stellt sich die Frage, finden sich diese Substanzen auch in den Bio-Lebensmitteln wieder? Das wäre ja noch besser, wenn wir die dann direkt fressen würden. Jetzt bin ich gespannt. Wir ließen 15 Proben analysieren. Ich bin schon total gespannt. 5 Produkte aus der konventionellen Landwirtschaft. 5 Produkte aus dem Supermarkt. Und 5 Bioprodukte aus dem Fachgeschäft. Hier die Ergebnisse. In den konventionellen Lebensmittelproben wurden 13 Rückstände von 11 synthetischen Pestiziden und 2 Rückstände von Biopestiziden gefunden.
alle innerhalb der zulässigen Grenzwerte. In den Bioprodukten wurden Rückstände von drei unterschiedlichen Substanzen nachgewiesen. Im Wein aus dem Supermarkt fand sich der Wirkstoff Volpet. Er ist im Bioanbau verboten. Der Wert war extrem niedrig. Die Substanz könnte auch von der Behandlung eines benachbarten, konventionellen Feldes stammen. In Biotomaten aus dem Supermarkt wurde Spinosad gefunden. Ebenso im Salat aus dem Fachgeschäft. Auch hier waren die Werte sehr gering. Und Elfenabrieb. Die Tatsache, dass außer Spinosad keine Pestizidrückstände in Lebensmitteln aus ökologischer Landwirtschaft gefunden wurden, ist sehr positiv. Dass keine Biopestizide in den Lebensmitteln vorhanden sind, ist ein großer Fortschritt für die Gesundheit der Verbraucher. Na, wenn's weiter nicht die ist, ökologische Landwirtschaft Gesundheit der Verbraucher. Ist also in jedem Fall gesünder als die konventionelle. Für die Verbraucher und auch eine für die Probe, korrekt. Die Pestizidrückstände der Biolandwirtschaft im Boden sind um 80% geringer als im konventionellen Anbau. So ein bisschen Doch Gift. Industrialisierung und Globalisierung machen auch vor dem Bioanbau nicht Halt. Einige Landwirte distanzieren sich deswegen vom französischen Biolabel. Ich glaube nicht, Neues Chor. Ich glaube nicht, dass sie lügen müssen dafür. Ich glaube, es ist ein Kontrollproblem. Arbeitet Simon, der Züchter von Bio-Limousin-Rindern, an einer kleinen Revolution. Es ist einfach naiv zu nehmen, dass es geht, spieltheoretisch. Die Landwirte wollen ihre Betriebe retten, mit Hilfe eines neuen, eigenen Labels. Bonjour. Hier wird das Biofleisch von 650 Bauern aus der Region verarbeitet, zum Verkauf an die großen Supermärkte. Hier sind die Hacksteaks. Simon hofft, dass die Initiative der Genossenschaft die Verkäufe wieder ankurbeln wird. Das ist unser neues Etikett. Kollektiv von Züchtern, die sich für das Wohlergehen der Tiere und Lebensmittel ohne GVO und Pestizide einsetzen. Das sind unsere Werte, die hier hervorgehoben werden. Ihr müsst euch das mal vorstellen, ne? Also, wir sind so weit im Kapitalismus angekommen, dass wir uns Mühe geben müssen, kein Gift in den Nahrungsmitteln zu haben. Ne, also das ist State of the Art. Es ist eigentlich unmöglich, keine giftigen Lebensmittel im Supermarkt zu kaufen, quasi. Wir haben als Kollektiv beschlossen, den Begriff Bio aus unserer Marketingstrategie zu streichen. Allerdings nicht unsere Werte. Die vertreten wir weiterhin. Wir heben sie hier sogar hervor. MSC Frische Siegel. Bio ist oft negativ behaftet. Deswegen streichen wir das Wort, um die Bioproduktion zu retten. Tatsächlich waren die Bio-Kennzeichnungen auf dem alten Etikett klar zu erkennen. Diese Entscheidung war für mich als Züchter nicht leicht. Denn tatsächlich produzieren wir ja ökologisch und sind stolz darauf. Wir sind stolz auf die Qualität unserer Produkte, aber wir sagen es den Verbrauchern nicht. Das Problem ist, wenn die Verbraucher Bio sehen, schauen sie nicht einmal mehr auf den Preis, sondern gehen einfach weiter. Das Kollektiv hat das Bio-Siegel nicht abgegeben. Sieht aber im französischen offiziellen Bio-Logo kein ausreichendes Verkaufsargument mehr. Die Verbraucher wenden sich heute an lokale Produzenten, deren Methoden sie eher vertrauen. Das ist sowieso sinnvoll, schon immer gewesen. Aber gut. Sich von der Massenware Bio abheben, das wollen einige Bauern, die sich für eine anspruchsvollere biologische Landwirtschaft entschieden haben. Ja, da darf man halt nicht bei den Konzernen nachfragen. ...1500 Kühe, weißt du Bescheid. Auf diesem 15 Hektar großen Weingut hat der Winzer die gesamte Arbeit neu organisiert. Bonjour. Er heißt Christophe Sabatier. 21,30 Euro.
In seinem kleinen Laden inmitten des Weinbergs verkauft er ausschließlich die Produkte seines Guts. Alles ist super frisch. Man sieht, dass es vor einer Stunde gepflückt wurde. Das sieht alles sehr gut aus. Lokale und saisonale Produkte. Sehen Sie, wirklich gut. Zu erschwinglichen Preisen. Es ist echt günstig und man weiß, dass die Qualität stimmt. Hast du das gesehen, Flo? Mit seinem Laden macht der Weinbauer 90.000 Euro Umsatz pro Jahr. 9,90 Euro, bitte. Vor 5 Jahren hat Christophe Sabatier das europäische Label abgegeben und sich dem Verband Nature et Progrès angeschlossen. Dieses Label ist anspruchsvoller. Es berücksichtigt auch das Wohlergehen der Tiere, die Saisonalität der Produkte und die soziale, menschliche Seite. Nature et Progrès est une association de producteurs et de consommateurs de produits respectueux de la nature. Aber wie immer, ne? Auch solche Konzepte werden natürlich unterwandert in dem Moment, wo sie für Markt skalierbare Relevanz haben. Ist der Vorläufer der Biovermarktung in Frankreich. Der Verband hat das erste Pflichtenheft für Bioanbau entwickelt. Er fördert eine familiäre und lokale Biolandwirtschaft und vereint 1200 Erzeuger, deren Produkte hauptsächlich in kleineren Lebensmittelgeschäften verkauft werden. Und wahrscheinlich auch nicht verschifft werden müssen und ewig transportiert werden müssen. Ne? Das europäische und offizielle französische Siegel habe ich zurückgegeben. Mit dem neuen Label wird tatsächlich der Aspekt der Natur hervorgehoben und nicht die Interessen der Agroindustrie. Mit der Abgabe des offiziellen Bio-Labels hat Christophe Sabatier auch seine landwirtschaftlichen Techniken verändert. In seinen Weinbergen wachsen jetzt viele Pflanzen, die er in natürlichen Dünger verwandelt. Aha! Die violetten Blüten sind eine Hülsenfrucht der Wicke. Sie nimmt Stickstoff auf und gibt ihn an den Boden zurück. Übrigens, ich kann empfehlen, das Interview bei Thilo mit der Düngemittel-Expertin. Die erklärt relativ viel cooles Zeug so. Die Blüten fixiert Christophe mit Hilfe dieser von ihm entwickelten Walze am Boden. So ernähren sie seine Erde. Das nennt man Gründüngung. Biscor, wir hatten schon mal eine coole Doku gesehen über so Oldschool-Anbauorten, wo du anfängst, natürliche Regelkreisläufe wieder in die Ernte einzubringen, sodass du sozusagen Schädlinge mit anderen Schädlingen bekämpfst und so weiter und so fort. Und des Weiteren sind natürlich auch Food Forests eigentlich ein Ding, über das man mehr berichten sollte. Wenn die Pflanze am Boden gehalten wird, verbraucht sie kein Wasser. Davon haben wir ja zu wenig. Und auch keine Nährstoffe mehr. Und sie schützt den Boden. Durch die Hitze und die Verdunstung zersetzt sie sich und liefert damit Humus, also Dünger. Mit Ausnahme von Kupfer und Schwefel verwende ich nichts weiter. Und das funktioniert? Ja, sehen Sie sich meine Weinberge an. Sie scheinen nicht darunter zu leiden. Ich habe sicher nicht die Erträge, die von einer Genossenschaftskellerei verlangt werden. Aber für die privaten Kellereien sind meine Erträge ausreichend. Der Ertrag von Christophe Sabatier ist halb so groß wie der Durchschnitt der anderen Winzer. Um ein angemessenes Einkommen zu sichern, hatte sein Geschäft diversifiziert. Der Winzer hält jetzt auch Legehennen. Etwa 100 Tiere, die hier ein schönes Leben führen. Sie können sich auf den gesamten 15 Hektar frei bewegen. Sie finden ihr Gras, kleine Schnecken und verschiedene Insekten. Die Hühner sind den ganzen Tag frei draußen unterwegs. Das Tierwohl ist ein zentraler Aspekt dieser Arbeitsmethoden.
Im nahegelegenen Wald betreibt Christoph eine weitere Zucht. Wie aus einer anderen Zeit. 80 Schweine bewegen sich in der freien Natur, fast wie in freier Wildbahn. Die hier ist trächtig. Sie wird bald abferkeln. Abferkeln? Christoph fördert eine Rückkehr zu den Wurzeln der biologischen Landwirtschaft. Einen Teil seines Landes verpachtet er an eine Bäuerin, die beim Anbau den natürlichen Zyklus der Jahreszeiten respektiert. Alles Werte, die an den ursprünglichen Geist des Bioanbaus anknüpfen. Auch einige Bio-Supermarktketten haben mehr Regeln zur Förderung einer strengeren Ethik eingeführt. Biocoop zum Beispiel verkauft im Winter keine Tomaten mehr. Na sowas. Seit 2020 wirbt die Kette auch mit einem Fairtrade-Biosiegel, das den Produzenten ein angemessenes Einkommen garantieren soll. Die ökologische Landwirtschaft ist allgemein gesehen ein großer Fortschritt für den Erhalt der Biodiversität, ja, wenn wir jetzt noch mehr den Wälder Tierschutz hätten. Und die Gesundheit der Verbraucher. Doch sie steht an einem Scheideweg. Die ökologische Landwirtschaft ist in einer Zwickmühle. Auf der einen Seite... In einer Zwickmühle, die darin besteht, dass der Kapitalismus und diese ganzen Wettbewerbsprinzipien und das mit dem Nichtgleichgewicht dem ganzen Narrativ widerspricht, was sie eigentlich als ihr Standing eigentlich haben. Stellt sie die konventionelle Landwirtschaft in Frage? Auf der anderen Seite muss sie die Konsumentinnen und Konsumenten davon überzeugen, dass sie besser funktioniert. Wenn man sagt, Bio soll der Hauptbestandteil der Ernährung sein und die Welt ernähren, dann muss man natürlich auf Masse gehen. Aber vielleicht kann man noch sich überlegen, wie man die Qualität der Lebensmittel noch erhöhen könnte und wie man beispielsweise Betriebe belohnen könnte, die wirklich sehr gut wirtschaften, die sozusagen so eine ganz starke ökologische Idee verfolgen. Nach ja, den also Plänen diese Frau hat keine EU Ahnung, ne? Sollen bis 2030 25% der Anbauflächen in Europa biologisch bewirtschaftet werden. Guck mal, hier haben sie überhaupt nicht gesagt, was sie mit Masse meinen. Ne? Ich nehme an, sie meinen damit die Weltbevölkerung. Aber was das jetzt bedeutet, dafür sind diese ganzen Leute, die solche Sachen hier zu produzieren, auch sowieso viel zu glatt. Die wissen überhaupt nicht, in welchen Dimensionen jetzt überhaupt dieses Problem stattfindet. Das wissen die gar nicht. Um dieses Ziel zu erreichen, ist es jetzt, wird es die Unterstützung der öffentlichen Hand brauchen. Ist es jetzt Kilogramm? Ist es die Trinkwasser? Und gegen, ist es der Quotient zwischen Trinkwasser und Abwasser? Was ist hier die relevante Zahl? Was muss man hier überhaupt sich überlegen? Das ist naiv, Junge. Das ist naiv. Und das Wort, das K-Wort kam natürlich nicht vor. Also ja. So. Jetzt aber mal pissen. Bis gleich.